Heute Morgen bin ich bei schönstem Wetter. Jetzt hier in Rüschegg-Heubach gestartet. Es ist noch relativ kalt, aber das Wetter wird heute sehr sonnig sein. Und sobald ich zur Sonne komme, wird das auch wieder besser. Einen Blick in das Gurnigelgebiet. Bin da ganz, ganz knapp unterhalb der Schneegrenze. Und da unten die Schwarzwasser. Hier befinde ich mich vor einer Holzbrücke über dem Schwarzwasser. Und oben steht angeschrieben, der Himmel mich bewahr vor jeder Wassergefahr. Sehr bekannt hier mit sehr viel Hochwasser im Frühling und auch im Sommer bei Gewitter. Schönes Restaurant da. Ich befinde mich hier immer noch im Schatten. Am Schwarzwasser. Aber ich glaube, es geht nicht mehr lange, erreiche ich die Sonne. Es ist etwa momentan hier unten minus 3 Grad. Momentan sieht man nicht so viel Wasser, aber so an der Breite vom Bachbett her sieht man ja auch dann gut, dass er zwischendurch sehr, sehr viel Wasser führt. Nur an diesem Punkt verlasse ich jetzt die Schwarzwasser und werde einen kleinen Abstecher machen Richtung diesen Hügel da, darauf, zu einer Ruine, einer Klosterruine. Aber lasst euch überraschen. Wie ihr seht, befinde ich mich heute auf dem Jakobsweg. Nur ist mein Problem, dass ich auf die Gegenseite laufe. Also von Santiago del Compostela weg. So, von da unten komme ich her. Und ja, ihr seht schon, da von mir ist ein steiler Hügel. Zum Glück muss ich nicht gerade hier diesen Hügel hoch, sondern kann hier durch das schöne Tal dort oben zu diesen Häusern, wo man sieht. Also, trotzdem ein steiler Aufstieg von mir. Bin ich da im Aufstieg einen sehr romantischen Weg. Und da bin noch einen kleinen Wasserfall. Noch Steinwände. Eine ganz schöne Wicke. Das ist oben sehr interessant. Und mal einen Blick. Und dieses Tobel winkt da. So, jetzt bin ich schon bald beim
Kloster oben. Da die ganze Alpenkette, gerade aus dem Stockhorn. Und da hier oben, da geht es zum Kloster rein. Da geht es jetzt zum alten Kloster. Momentan befindet es sich in Renovation. Aber ich möchte Ihnen trotzdem noch die Dimensionen zeigen. Die das alte Kloster hatte. Leider sieht man nicht so viel. Aber ja, man hat trotzdem noch ein bisschen. Ein Eindruck, wie das Kloster hier früher ausgesehen hat. Übrigens das Kloster von Rüegisberg. Da sehen wir jetzt ringsherum, um das Kloster herum. Da noch die Überreste, wahrscheinlich so wie es aussieht von der Kapelle. Und schaut mal da unten, das Nebelmeer, das sieht doch grandios aus. Und hinten, wenn ich mich noch ein bisschen bewege, kommt der Eiger, Mönch und die Jungfrau noch zum Vorschein. Ich hoffe, dass man das hier sieht. Da bin ich einfach. Das ist schön. Diese Fernsicht, der Nebel unten und da die kleinen Hügel, die dann noch rausschauen wie kleine Insel. Und da die Kirche. Diese Kirche wurde übrigens gestiftet von der Königin Bertha von Burgund. Ich denke wieder unten den Nebel, den ganzen Tag nur Nebel. Die Aussicht, grandios. Und ungefähr in diese Richtung da vorne, da wohne ich, unterhalb von diesem blöden Nebel. Aber dafür habe ich einen See. Habe ich dann bald den höchsten Punkt erreicht. Da nochmal einen Blick in die Täler runter. Drüben, das da hier, ist die Kantischkette. Da vorne sieht man noch das Kuckisöhnli. Und da ganz hinten ins Freiburgische rein. So, zum letzten Mal. Einen Blick, das Nebelmeer, die Stimme Alpen. Auch da unten im Tal kommt der Nebel und da wieder Richtung Freiburger Alpen. Da ganz am Horizont hinten, das ist das Schassral und das ganze Mittelland, Nebel ist.
da hier vorne, dieses Dorf, ich hoffe, man sieht es. Das ist mein heutiges Etappenziel, Schwarzenburg. Jetzt muss ich hier in dieses Tal absteigen. Das wird wahrscheinlich noch ziemlich heftig, aber ich bin das gewöhnt. Hier in der Schweiz, da geht es dauernd drauf und runter. Auch der Aufstieg war ziemlich happig. Es ist einfach schön. Diese Fernsicht heute. Und wenn ich denke, diese Leute hier unter dem Nebel, wow, die haben es nicht so schön. Da oben hat das schon fast Albcharakter. Mal da vorne. Schauen wir noch auf die Schwarzenburger Seite runter. Diesen Hügel da vorne bin ich jetzt gerade runtergekommen. Heute sind da sogar noch Pferde draußen im Weiden. Da sieht man, wie es ganz steil in das Tal runtergeht. In dieses Tal, wo ich jetzt wandere, wo ich jetzt absteigen muss. Das ist ein heftiger Abstieg, aber ja, runter geht ja besser als rauf. Zum Glück kann ich da rauf, aber wenn ich jetzt dran denke, auf der anderen Seite muss ich auch wieder hoch. Ich befinde mich hier in einem ganz interessanten Tal. In einem Seitental. Spannend da drin. Wahnsinnig, wie das hier Bäume umgemacht hat. Die kann man wahrscheinlich gar nicht mehr rausholen, vermute ich. Eine ziemlich große Brücke in diesem Tal. Das erstaunt mich, dass die da sowas noch pflanzen oder bauen da hinten. So, das ist die Schwandbachbrücke. Jetzt habe ich immer noch eine Stunde 40 bis nach Schwarzenburg. Da, das ist auch schön, diese Eiszapfen, die das hier gegeben hat. Das, die ganze Felswand voll Eis. Das ist jetzt meine tiefste Stelle, wieder am Schwarzwasser, von der heutigen Wanderung. Schade, dass man so einen großen Umweg machen muss. Und dann nicht am Bach entlang nachgehen kann. Aber jetzt ist noch die untere Seite. Richtung Sense. So wie ihr jetzt seht, bin ich auch in den Nebel reingekommen. Alles voll Nebel da. Das ist von dem her nicht mehr so schön wie am Anfang. Aber jetzt, ich habe ja Schwarzenburg schon bald erreicht. Es ist einfach auch was Schönes. Dieser Raureif. Es hat nichts gebracht, diesen Aufstieg. Ich sehe trotzdem nicht weiter. Aber jetzt, hier befinde ich mich wieder auf dem Jakobsweg. Vorher war ich lange auf dem Alpenpanoramaweg. Der führt an den Alpen entlang, glaube auch vom Bodensee bis an den Genfersee.
Ziel erreicht, den Bahnhof von Schwarzenburg. Das ist doch eine ziemlich lange Strecke zurückgelegt. Ich kann es hier noch auf der Wanderkarte mal zeigen, sobald ich es finde. Hier bin ich gestartet und dann darauf, dann so vorne, dann hier durch Rückisberg, dann hier oben durch, hier runter, da hier war der tiefste Punkt und dann hier noch nach Schwarzenburg und da bin ich jetzt. Ein paar Bilder von Schwarzenburg. Ein altes Bild von früher.